Hi, hier ist Mickey. Ja, in der ersten Folge, beziehungsweise meine erste Folge, die ich hier drehe, beschäftigt das Thema Wald. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, in diesen Wald wollen wir rein. Ja, und das werden wir auch machen. Ziel werden wir gleich sehen, was es ist, aber der Wald, da müssen wir rein. Also, bis dann. So, jetzt sind wir hier am Anfang des Waldweges, wo der Wald beginnt, zu einer ganz speziellen Stelle. Wie ihr gerade eben gesehen habt, bei diesem knorrigen Baum ist dort eine Trinkwasserversorgungsanlage. Und in diesem Ort ist dieses Trinkwasser ein bisschen kalkhaltig, aber mal gucken, was da noch so passiert. Jetzt wollen wir mal gucken. Oh, hier gibt es übrigens irgendwelche Schnaken. Das ist natürlich wieder die Zeit, wir haben Anfang Juli. Ja, also wir gehen jetzt hier diesen Weg hoch und was am Ende herauskommen wird, das seht ihr nachher. Übrigens ein kleiner Tipp, ich befinde mich am Ende des Steinwegs oder an der Fortsetzung des Steinwegs. Schauen wir mal. Ja, und hier kann man was ganz Besonderes sehen, was sehr interessant ist. Diese dunklen Stellen, hier sieht man sie ganz besonders gut. Die sich vom Weg abheben und rechts vom Weg sind. Hier haben Wildschweine sozusagen ihre Nahrung gesucht. Ja, und hier sind wir am Ziel angekommen vorerst. Das ist ein alter Steinbruch. Schön erkennen die Schichten des Steins und hier vorne auch. Auch schön dieser Baum, hier auf dem Stein noch die Wurzeln ausbreitet. Ja, und wie überall im Wald natürlich menschliches Unvermögen, Tüten, Plastik und irgendwie gesammeltes Holz. Das lässt wohl schließen, dass die hier versucht haben, ein Feuer zu machen. Naja, aber das ist im Wald sowieso nicht erlaubt. Auch schön. Hier hat ein Eichhörnchen seinen Vorrat angelegt. Und wie man hier sehen kann, gleich die Bucheckern mitgegessen. Also ist immer wieder hier hingegangen. Das ist schön. Um sich hier an dieser Stelle zu stärken. So, wenn ihr irgendwo im Wald seid, ja, dann grundsätzlich immer darauf achten, dass ihr eure Taschen oder sowas nicht auf den Boden stellt. Das können Kriechtiere oder sowas reinkrabbeln. Deswegen habe ich hier, ich hoffe mal, erkennt es so ein bisschen, einen Knoten reingemacht, beziehungsweise einfach nur die Schlaufe um den Ast und dann einfach einen kleinen kurzen Ast durchgestoßen.
So, und dann habe ich noch eine Ausrüstung bei. Ich habe hier so ein kleines Lager gemacht, beziehungsweise was auch, so einen kleinen Sitzplatz aus Blättern. Ja, und bin jetzt gerade dabei, eine Verlängerung zu machen für sozusagen dieses Stativ, also beziehungsweise dieses, also dieses Stativ hier meine ich. Das ist so eine Verlängerung für ein Funktelefon mit Anzeige. Viele sagen auch Handy dazu oder Smartphone oder ganz krass Vollpfostenantenne. Aber ich, da ich nicht mit einem Dreibein, mit einem großen Fotostativ durch die Gegend rennen will, weil das ja auch Gewicht ist, möchte ich ganz gerne eine Verlängerung basteln. Ich habe mir einen schönen Stock gesucht, das ist Ahorn. Den kann ich auch noch mal zeigen. So, da habe ich erstmal schon mal ein bisschen was angezeichnet, beziehungsweise da die Stelle abgemacht von der Rinde. Von der Rinde, die ich von der Rinde, wo ich ganz genau weiß, dass ich da eine Aussparung machen möchte, habe jetzt mit einer der Messer einen Spalt reingetrieben. Das alles wegzuschnitzen würde zu lange dauern. Ja, dann gucken wir mal, wie wir das weitermachen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich schon weiter was erreichen können. Und zwar, damit ich nicht alles auf einmal wegschnitze, habe ich nur hier im unteren Bereich was geschnitzt und soweit dann halt eben den Schaft präpariert, damit ich mir möglichst wenig Schnitzarbeiten erspare. Dann kann ich das sozusagen hier abreißen und die Feinarbeiten machen. Na? Ja, es ist ein bisschen kompliziert nur mit einer Hand. Warte mal. So. Das wird die Feinarbeit. So, nachdem ich hier jetzt diese Aussparung gemacht habe, um sozusagen die Verlängerung, die. Moment, hier. So, jetzt muss ich wieder alles hier nehmen. So, das möchte ich ganz gerne so haben, dass das hier dann drauf passt. So, da werde ich aber noch hier eine Nut hineinschnitzen müssen. Hier so eine Nut, damit das Runde mit der Handgriff da ein bisschen einliegen kann. Ja, und was ich dann mache, das seht ihr dann gleich. So, jetzt habe ich auch so kann man es schön sehen. So, jetzt habe ich auch hier die Furche rein, diese Nut hier rein, damit der Griff hier schön reinpasst. So, und dann wird das Ganze also hier so draufgelegt. Ja, in der anderen halte ich natürlich meine Kamera, ist klar. So, und hier rutscht mir erstmal großartig gar nichts weg. Man sieht, das ist fast wunderbar hier ein. Ja, und dann werden wir das Ganze jetzt noch festmachen. So, wir werden das Ganze nämlich mit einem Sisalband, welches ich hier habe, oder Juteband, einfach umwickeln mit einer ganz speziellen Technik. Der eine oder andere kennt die. Aber bevor wir das machen, werden wir das Ganze in Wasser tauchen. Das hat den Vorteil, dass es beim Trocknen sich später zusammenzieht. Sich beim Trocknen später zusammenzieht und für höhere Festigkeit sorgt. So, jetzt warten wir ein bisschen, bis das eingeweicht ist. Und dann geht das hiermit weiter. Ja, fertig ist das Stativ. Das Einbeinstativ habe ich natürlich hier unten hineingebohrt, nachdem ich es angespitzt habe. Und hier sehen wir auch die Verbindung, die Kordelverbindung, wie das funktioniert. Das zeige ich dann gleich, wenn ich die Kamera hier eingespannt habe. So, jetzt werde ich euch mal kurz zeigen, wie ich das gemeint habe mit dem Zusammenbinden, Zusammenkordeln.
Also jetzt mal ganz grob vorgezeigt. Hier nehme ich sozusagen die eine Geschichte, die so ein bisschen flach ist. Und dann nehme ich ein anderes Holz und gucke, dass ich das spalten kann oder auch gut spalten kann. Dann gehe ich hier ein bisschen was abgenommen worden, aber es reicht auch nur, wenn man es kurz demonstriert. Die Feinarbeiten wird natürlich anders gemacht. So. So, jetzt haben wir hier auch eine schöne glatte Fläche. Ist auch schön glatt, die Fläche. So. Dann sehen wir hier, dass wir die hier so einigermaßen zusammenbringen. Ja, nur so einigermaßen, das reicht völlig aus. Ja, und dann haben wir auch sozusagen das ganze Plan. Ja. So, jetzt nochmal zum Mitschreiben. Wie habe ich denn die Sachen verbunden? Ich habe einmal hier dieses Kordel, das ist ein Jute-Kordel. Dann habe ich einmal hier zwei abgeflachte Äste und die drücken wir aufeinander. Ja, das quietscht schön. Und dann werden wir das Ganze verbinden. Und zwar mit dieser Schlaufe erstmal. Gut, zweihändig ist natürlich nicht so gut wie dreihändig, aber egal. Jedenfalls sehen wir zu, dass wir so die Schlaufe hinsetzen. Also hier die Schlaufe. Und dann zack, zack, zack. Jetzt muss ich wieder aus dem Bild. So, und dann wickeln wir über die Schlaufe Windung für Windung sehr fest. Und so weiter. Ist natürlich ein bisschen mühselig. Ein bisschen mit Fingerspitzengefühl. Also, das ist das System. So, das ist jetzt erstmal der Ansatz, damit ich es euch mal gezeigt habe. Und wenn wir soweit fertig sind, dann nehmen wir das Ende von der Wicklung und ziehen das hier durch die Schlaufe durch, halten gut fest, haben hier noch das andere Ende, ziehen richtig schön fest und schon haben wir jetzt mal ganz grob die Verbindung geschaffen. Und entweder zum Schluss fixieren mit einem Knoten die beiden Enden oder falls ihr das Kordel noch mal braucht, noch mal hier die Schlaufe wieder hervorziehen, das geht, dann holen wir das Ende wieder raus. Ich habe einen schönen Viecher. So, irgendwo hier, okay, vorbei.